Hallo, da sind Sie ja. Sie wollen sicher mehr über unsere Frischluftheizung erfahren. Kommen Sie rein. Ich habe mich ja selbst gefragt, was Frischluftheizung eigentlich bedeutet und warum man überhaupt keine normalen Heizkörper mehr an der Wand braucht. Wie erhält man mit dieser Technik eigentlich immer das richtige Wohlfühlklima im Haus? Nun, das Prinzip der Frischluftheizung ist eigentlich ganz einfach. Grundvoraussetzung ist eine komplett dichte Gebäudehülle vom Keller bis zum Dach. Dafür sorgen perfekt gedämmte Wandelemente mit hochisolierten Fenstern und Außentüren. Die Wärme bleibt drin und die Kälte draußen. Aber wenn alles dicht ist, woher kommt dann die Luft zum Atmen? Und wohin mit der verbrauchten Luft? Die Frischluftheizung versorgt, wie der Name schon sagt, das Haus kontinuierlich mit Luft von außen. Und zwar über diese Zuluftventile, die in den Wohnräumen angebracht sind. Die Zuluft wird gefiltert, sodass zum Beispiel Staub und Pollen nicht ins Haus gelangen können. Verbrauchte Luft, Dämpfe und Gerüche werden von Abluftventilen, wie sie praktischerweise hier in der Küche und in den anderen Räumen zu finden sind, wieder nach außen geleitet. Die Zirkulation über die Zu- und Abluftventile sorgt so immer für eine gute Atemluft im Raum und für freie Sicht auf einen unbeschlagenen Spiegel im Bad. Damit die Zirkulation im ganzen Haus von Raum zu Raum auch bei geschlossenen Türen funktioniert, wurde bei jeder Tür ein schmaler Spalt zum Boden bedacht. Dieser Spalt sollte also immer frei sein. Sie fragen sich jetzt sicher, wie nun eigentlich geheizt wird. Schließlich heißt es ja Frischluftheizung. Das zeige ich Ihnen am besten direkt am Herzen der Frischluftheizung, dem Lüftergerät. Bis die Spaghetti al dente sind, sind wir längst wieder da. Kommen Sie mit? Voilà, das Lüftergerät. Die frische Zuluft von außen wird durch das Lüftergerät angesaugt und in diesem Wärmetauscher berührungslos mit der Restwärme der Abluft erwärmt. Diese wird hier ebenfalls zugeleitet, bevor sie wieder nach außen trifft. Bis zu 85% an Wärmeenergie der Abluft kann über den Wärmetauscher an die Zuluft übergeben werden. Nach dem Wärmetauscher wird die Zuluft über diese Wärmepumpe noch weiter erwärmt. Auch die Wärmepumpe, die im Prinzip wie ein Kühlschrank funktioniert, nur umgekehrt, nutzt die Restenergie der Abluft und gibt sie an die Zuluft weiter. So erhält man eine optimale Wärmerückgewinnung. Sollte die Leistung der Wärmepumpe nicht ausreichen, um die gewünschte Temperatur zu erhalten, kann zusätzlich geheizt werden über sogenannte PTC-Keramik-Heizelemente, die sich direkt vor den Zuluftventilen befinden. Die Wärmezufuhr und Luftmenge ist dabei auf alle Räume optimal abgestimmt. Im Lüftergerät befinden sich Filter für die Reinigung der Luft, die man problemlos selbst so einfach wie bei einem Staubsauger auswechseln kann. Dazu wird am Fernbedienteil Filterwechsel angezeigt. Ah, die Spaghetti. Das hat ja genau hingehauen.